wir haben das Lied gesungen, Jesus Did It, und da kommt diese Zeile, I said yes to Jesus and everything changed. Also wer kein Englisch kann, ich habe ja zu Jesus gesagt und alles hat sich verändert. Und ich habe einfach den Eindruck, dass ich nochmal kurz erzählen soll, was passiert ist, als ich hier das erste Mal war. Es war wirklich krass, weil ich würde mal sagen, ich habe nie irgendwie an Gott gezweifelt. Also ich habe immer irgendwie geglaubt, dass es Gott gibt, aber ich hatte nicht diese Gewissheit, dass es der Gott der Bibel ist. Also wenn ich mit Leuten geredet habe, die irgendwie im Buddhismus, Hinduismus etc. Gesteckt sind, dann konnte ich nicht sagen, okay, ja, das ist nicht der richtige Gott, so, weil ich noch keine Begegnung mit Gott hatte. Und irgendwann wurde ich hier in diesen Gottesdienst eingeladen und ich muss sagen, ich war wirklich ein sehr skeptischer Mensch. Und ich kam hier das erste Mal rein und ganz ehrlich, ich habe wirklich gedacht, hier sind nur Verrückte, so wie die gesungen haben, wie die getanzt haben, was hier abgegangen ist. Und ich wollte wirklich nach Hause gehen und ich saß irgendwo in der Mitte und ich wollte aufstehen und gehen. Und ich konnte nicht aufstehen, weil so eine Schwere auf mich kam. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe diesen Lobpreis nicht verstanden. Ich habe diese Sprache nicht verstanden, von der Christian vorhin geredet hat. Aber irgendwie habe ich gemerkt, es hat mich in meinem Herzen so berührt. Es hat mich so berührt. Ich habe einfach irgendwie dann so mein Herz aufgemacht und dann sind so viele Tränen aus mir rausgekommen. So viel. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich werde gerade hier geheilt, aber nicht irgendwie am Körper, sondern in mir drin, weil so viel kaputt war, was ich gar nicht wusste. Und irgendwie hatte ich dann auch den Eindruck, geht es vor zum Gebet. Also wer hier das erste Mal ist und es gar nicht kennt, nach dem Gottesdienst kann man hier vorgehen zum Gebet. Und dann bin ich einfach hier vorgegangen und habe das einfach kurz erzählt. Und dann hat Bianca für mich gebetet und ich habe irgendwie plötzlich gemerkt, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben. Und ich hatte so ein Bedürfnis, Gott um Vergebung zu bitten. Also ich hatte so eine Offenbarung darüber, dass Gott heilig ist und ich fehlerhaft bin und dass ich Vergebung brauche. Und dann das ist wie ein Film vor meinem inneren Auge abgelaufen. Ich musste einfach für so viele Dinge um Vergebung bitten, dass ich im H&M geklaut habe, etc. pp. Es war eine riesenlange Liste. Und dann habe ich das gemacht und habe Jesus in mein Herz eingeladen. Und dann habe ich eine Vision gehabt vom Himmel. Und ich muss sagen, ich habe Bibelgeschichten gehört, aber ich habe nie darin gelesen. Und ich habe erklärt mich für verrückt oder es war einfach so, ich bin aus meinem Körper raus und ich habe gesehen, wie der Anfang hat zu strahlen, von meinen Füßen bis zu meinem Kopf. Und dann hatte ich eine Vision und es war eine Person, die mich auf Händen gehalten hat. Und ich wusste, diese Person, die hat irgend so eine spezielle Stellung und ich wusste aber nicht, wer es ist. Und da war eine Menschenschar, die hatten alle weiße Kleider und die haben alle meinen Namen gerufen. Die kannten meinen Namen, sie haben Stella gerufen und da war so eine Freude. Da sind Bücher durch die Luft geflogen. Ich habe so eine Freude, ich kannte das vorher nicht. Und es war so eine Geborgenheit, so eine Liebe, so eine Annahme. Ich kann, mein menschlicher Wortschatz reicht nicht aus, um das zu beschreiben, was ich da erlebt habe. Und es war das erste Mal, dass ich danach im Gottesdienst stand und die Hände hochgemacht habe. Ich musste einfach Halleluja rufen. Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären, weil Gott religiöse Ketten von mir abgeschnitten hat. Und dann bin ich heim. Ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, ich habe eine Bibel. Ich muss sie jetzt einfach aufschlagen. Und dann habe ich aufgeschlagen und das Erste, was ich lese, war Lukas 15. Und da steht drin, was passiert. Jesus geht los, er lässt die 99 Gerechten und geht los, um dieses eine verlorene Schaf zu suchen. Und wenn er es gefunden hat, dann trägt er es auf Schultern und der Himmel jubelt. Und es war das, was ich gesehen habe im Himmel. Und dann wusste ich, dieses Wort ist die Wahrheit. Es stimmt, was da drin steht. Alles von vorne bis hinten ist einfach wahr. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Vielleicht bist du hier, vielleicht bist du online und du denkst dir, was sind das für verrückte Leute? Ich kann dich verstehen. Ich kann nicht verstehen, aber mach dein Herz auf, mach dein Herz auf. Gott will zu dir reden und Gott will dir heute begegnen. Geh nicht heim, sondern lass dich berühren. Dein ganzes Leben wird sich verändern. Ich verspreche es dir.